Gleich wirst du die Pyramide betreten, in der der Schatz verborgen ist. Mit diesem Schatz kannst du den Bossman auszahlen. Du musst aber alleine hineingehen. Ich fürchte mich im Dunkeln. Glaub mir, ich bin froh, wenn du nicht dabei bist. Und herzlich willkommen zurück zu Cow the Kangaroo Round 2. Wir begeben uns in diesem Part in den Vulkan. Obwohl das nicht wirklich nach einem Vulkan aussieht, aber egal. Zumindest jetzt gerade vom Außen her nicht, obwohl, man weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein und machen diese Ebene. Ich habe vor der Ebene ein bisschen Angst, aber freue mich auch in der Zeit wieder auf die Ebene, weil erstens ist der scheiß Pelikan hier drin, was mir ziemlich zusagt. Zum anderen, finden wir auch super... Oh, fuck. Ja, ich werde hier gerade abgeschossen wie sonst sowas. Können wir jetzt super coole Dinge machen und sehen auch noch so coole Dinge. Aber zum einen erstmal, dass da zerstört. Okay, dann... knocken wir diesen Typen aus. Das ging ganz einfach. Und machen direkt weiter. Okay, hier kommen wir nachher noch hin. Ich wollte jetzt hier nur schon mal ein bisschen was einsammeln. Und zwar in die Kiste. Das ist das Erste, was noch neu ist hier. Das sehen wir aber nochmal. Denn mit dieser Kiste können wir unbeschadet durch diese Elektro... Barrieren kommen. So, war das Wort, was ich gesucht habe. So, den... Ich hasse es, wenn das nicht funktioniert. Zack. Manchmal funktioniert es halt nicht, wenn man da drinnen einen Stampfattacke macht. Normalerweise müsste alles kaputt gehen. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das manchmal nicht. Fragt mich nicht warum. Es ist einfach so. So, diesen Block mal ganz kurz schieben. Darüber. Und nach unten. Dann können wir das hier aktivieren. Zum einen wird was Neues freigeschaltet. Zum anderen kommen wir jetzt ja auch wieder raus und die Barriere ist weg. Also, auf nach hier drüben. Das werden wir ganz kurz zerstören. Und das nächste aktivieren. Und somit geht die Tür zu einem weiteren Ausgang, beziehungsweise zum weiteren Gang auf. Relativ cool gemacht, das Level, finde ich. Also man muss immer kleine Rätsel lösen, sozusagen Rätsel lösen, um immer weiterzukommen. Und Achtung vor natürlich vor Fallen. Pyramiden haben ja immer Fallen, das wissen wir ja. Beziehungsweise, oder keine. Egal. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Fallen, was ich auch gut finde. Hat auf jeden Fall was. Hat auf jeden Fall was, muss ich sagen. Wir nehmen diese Münze mit und fliegen weiter. So, zack. Ich hoffe übrigens jetzt auch alles mit der Facecam wieder richtig. Ich habe den Part mir schon mal versucht aufzunehmen. Und war die Facecam. Da war die Facecam nicht so geil. Aber ich hoffe, jetzt passt wieder alles. Da kommt man eigentlich schon zum meiner Meinung nach gefährlichsten Teil. Den wir gleich hier haben. Bis auf das da, den müssen wir jetzt einfach nur ganz kurz besiegen. Das machen wir jetzt hier einmal. Zack. Und noch einmal. Zack. Dann nehmen wir uns natürlich seinen Stern mit. Achtung, hier sind auch noch Krüge, die ihr aufmachen müsst, um ein paar Münzen zu kriegen. Nicht vergessen. So, haben wir jetzt hier alles eingesammelt. Ich hoffe, ich nehme noch ein paar Boomerangs mit. Und ein Herz. Wäre vielleicht nicht schlecht. Denn jetzt kommen wir zum gefährlichsten Teil, wie ich finde. Und zwar dieser Teil hier. Darum ist hier auch extra eine Glocke. Denn wir werden jetzt von der Lava verfolgt. Oh mein Gott. Und das ist sowas wie halt die Flucht. Nur in etwas schlechter bei mir gerade. Weil ich eine Münze verpasst hatte. Das ist mir noch nie passiert. Auch nicht im... Danke. Speedrun. Aber okay. Es ist halt Verwirrungseffekt. Das muss halt im Let's Play passieren. Ist klar. So. Aber ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Denn wir machen jetzt einfach direkt weiter. Einfach hier den Weg folgen. Wenn man weiß, wo alles ist, dann weiß man auch, wo alles ist. Das war jetzt relativ knapp wieder Verführungseffekt. Aber so schwer ist das hier gar nicht. Wie man denkt. Also zumindest ich denke immer, dass es schwer ist. Davor habe ich auch meistens Angst hier bei der Welt. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Wie man jetzt sehen kann, einmal gefällt, aber jetzt war auch nur, weil ich eine Münze verpasst habe. Und ich eben nicht mehr zurück konnte.
Weil wenn man hier was verpasst, dann muss man zwingend das Level normal machen. Weil man sich eben nicht töten lassen kann. Obwohl. Nein. Nee, stimmt nicht ganz. Man kann eine Glocke nicht einsammeln. Übrigens hier das Ende. Man kann diese Glocke nicht einsammeln, dann kann man sich da töten lassen. Also ist es nicht. So. Und jetzt haben wir mehr als 50 Sterne gesammelt und jetzt kriege ich endlich die Fähigkeit, auf die ich so lange gewartet habe. Und nebenbei bin ich verbrannt. Nice, ne? Ne. Aber ich wollte sagen, jetzt bekomme ich endlich die Fähigkeit, auf die ich tatsächlich so lange gewartet habe. Das mache ich hier echt gerade echt scheiße, muss ich sagen. Okay. Jetzt habe ich aber den Rhythmus. Einmal schießen lassen. Schießen. Selber schießen. Das war knapp. Okay. Passt. Ja, Leute, der hat mich trotzdem noch getroffen. Läuft bei dem. Zack. Hier natürlich wieder alles aufmachen, ist klar. Dass hier wieder alles eingesammelt wird. Und diesen Stern noch mitnehmen. Dann haben wir hier eigentlich alles. Aber wie gesagt, das Rollen ist das, auf was ich gewartet habe. Denn somit können wir natürlich schneller vorankommen, wie man jetzt hier sehen kann. Warum das einer der letzten Attacken ist, das weiß ich leider nicht. Es ist aber so. Einer der letzten Attacken ist halt das Rollen. Aber ist egal. So, schön, dass du da bist, mein Freund. Wir haben für dich noch ein paar schöne Boomerangs zu verteilen. Oh, das natürlich nicht vergessen. Hier gibt es, glaube ich, nur Münzen in den Vasen. In den Fässern ist immer eine Bombe. Außer bei dem, wo wir gleich hinkommen. Es gibt nämlich nochmal so eine Passage, kann man sagen. Und da ist es genau andersrum. So, vorher gehen wir hier lang und müssen auf jeden Fall diese zwei Skorpionen töten. Für zwei Sterne. Nichts weiter Schlimmes und nichts weiter gefährliches, wollte ich gerade sagen. Nein, nichts weiter Aufwendiges. Aber es passt. So, hier ist nicht nach links, sondern erstmal nach rechts auf das Rohr. Denn da hinten gibt es noch drei Kristalle und einen Stern, den man sich gönnen kann. Man muss es nicht machen, aber man kann es sich gönnen. Man sollte natürlich nicht runterfliegen, so wie ich gerade. Naja, ah, dafür haben wir unsere Rollfähigkeit bekommen. Damit können wir da ganz schnell wieder zurückrollen. So könnt ihr irgendwie die Skorpione auch erledigen, das ist nicht das Problem. Aber naja, egal. So, jetzt geht's nach rechts. Und dann geht's hier weiter. Zum, eigentlich schon, kann man sagen, letzten Teil dieser Welt. Ja, wir sind nämlich schon am Ende. Gut, fast am Ende. Es fehlt nur eine kleine Passage. Aber dann sind wir schon am Ende der Welt. Und das ist relativ schnell. Und dazu geht's erstmal nach oben. Zu weiteren Fässern. Wo jetzt eben auch Münzen anstatt Bomben drin sein können. Und ich will jetzt erstmal diesen Typen da hinten besiegen. Und das ging doch relativ fix tatsächlich. Freut mich. Ganz kurz besiegt. Die Spinne ja gleich mitgenommen. Und hier natürlich alles aufmachen, was geht. Weil hier könnten überall noch Münzen drin sein tatsächlich. Also in diesen Fässern, ja, in den davor. Eigentlich nur in den Vasen. Hier allerdings auch in den Fässern. Also aufpassen bitte. Ja, und dann dürften wir jetzt hier eigentlich hoffentlich alles haben. Ich denke aber schon. Oh, nein, eben noch nicht. Diese eine Münze, die fehlt dann am Ende. Jetzt haben wir aber alles. Denn jetzt kommen wir zum letzten Teil dieser Welt. Zum Glück ist mir das noch aufgefallen, denn jetzt müssen wir uns den Schatz holen. Und dazu müsst ihr A drücken. Ich habe jetzt vergessen, mit der Biene zu reden. Aber egal. Auf jeden Fall die Aktionstaste drücken. Zum Springen. Und somit holt ihr euch die Schätze daraus. Benutze die Richtungstasten, um den mit und ja, zu bewegen. Drücke die Aktionstaste, um die einzelnen Teile des Schatzes herauszunehmen. Leute, war natürlich geplant, mit der Biene nochmal zu reden. Nein, ihr müsst die einzelnen Teile des Schatzes rausholen. Aber ihr dürft nicht diese stacheligen, explosiven Dings berühren. Sonst seid ihr halt down. Wie man es eben gerade bei mir gesehen hat. Es war eigentlich dumm von mir, weil ich failure tatsächlich auch nie. Ist auch sehr schwer hier zu failen tatsächlich.
Und ihr könnt euch schon immer dahin bewegen, wo es blubbert, weil da kommt meistens entweder so ein Fisch oder halt dieser Goldschatz. Und da könnt ihr es halt direkt schnappen. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr eins verpasst. Es gibt hier genug. Ich glaube, jetzt hier gleich kommt der nächste, ne? Ja, hier. Sag ich doch. So, dann noch drei. Und dann haben wir den Schatz und dann geht's schon zum Boss dieser Welt. Und wir haben alles. Sehr schön. Du bist einfach klasse. Du hast den Schatz. Jetzt kannst du diesen fetten Bossman bei den Docks bestechen. Viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe nicht. Und zweite Frage. Wie bist du jetzt hier überhaupt reingekommen? Du wolltest hier gar nicht rein, Mann. Egal. Ich hoffe, der wird auf jeden Fall nicht im nächsten Spiel vorkommen. Das hoffe ich so sehr. Egal. Wir gehen in die nächste Ebene zum Bosskampf. Und das ist die Piratenbucht. Nein. Ich will nicht die Stücke gerissen werden. Aber der Bosskampf ist, finde ich, der coolste. Und auch, ja, der längste, kann man sagen. Denn tatsächlich muss man hier alle Handlanger besiegen, dann einmal den Boss, dann wieder ein paar Handlanger und dann wieder den Boss besiegen. Also, es ist schon sau gut gemacht. Und wenn man zu lang ist, zu langsam ist, dann kommt direkt der nächste Handlanger euch, Mann. Und dann habt ihr vielleicht mit zwei Handlangen zu tun. So. Jetzt kommt der Boss persönlich und ihr müsst dazu Folgendes machen. Und zwar eine Stampfattacke. Dann müsst ihr euch an diesen Positionen stellen, wo es ein bisschen ruhiger Boden ist. Und dann noch eine Stampfattacke machen, dass er einbricht. Und das ist eigentlich der ganze Bossfight. Cool inszeniert, cool gemacht, finde ich. Aber aufpassen, Leute. Ihr könnt sterben bei dem Wasser. Also, nicht reinfallen. So wie ich jetzt vielleicht fast, aber nein. Also nicht reinfallen, denn das ist fürchterlich. Wir müssen den ganzen Bosskampf nochmal machen. Die Vögel sind am einfachsten zu besiegen, tatsächlich. So, zack. Einmal down. Dann kommt bitte wieder hierher. Danke. Und Tschüssikowski. Leben 2 ist weg. Naja gut, hä? Na, haben wir's. Und jetzt ist letztes Leben. Dazu müssen wir wieder diese drei Handlanger besiegen. Aber übrigens braucht ihr euch vor den Bomben, braucht ihr euch nicht wirklich zu verstecken, denn wenn ihr immer in Bewegung bleibt, die treffen euch da auf jeden Fall überhaupt nicht. So, das zwei und zack. Und da kommt schon Nummer 3. So, den besiege ich jetzt mal so. Und dann müsst ihr auf jeden Fall schon mal hier hinter. Zack. Weil hier ist der letzte, direkt am Schiff. Normalerweise mache ich den als erstes, aber wenn ihr das letzte macht, dann ist man auf jeden Fall hier viel schneller fertig. Okay, dann haben wir auch geschafft. Alle drehen müssen vom Piraten Mac und das Schiff fährt einfach ohne ihn los. Das heißt, tschüss, tschüss und bye. Obwohl, er lebt noch. Aber er muss sein Schiff hinterher schwimmen. Na, passiert halt, wenn du gegen einen Känguru kämpfst, Junge. Du hast keine Chance. So. Ich bin gerade überlegen, ich glaube. Nein, wir machen noch ein Part. Ein Part, sag ich. Ein Level. Ja, ich hab das Geld. Muskelbepackter Affe. Und jetzt verschwinde. Ich hab keine Zeit, mich mit dir herumzuschlagen. Ich muss mich um den Jäger kümmern. Ja, das ist richtig, das müssen wir. Und das machen wir jetzt noch in der verlorenen Stadt. Das Level packe ich jetzt noch in diesem Part. Dann habe ich im nächsten Part noch ein Level vor uns. Und die Bonusspiele, die es hier noch gibt. Ihr habt ja die Türen jetzt eben gerade gesehen, die sich geöffnet haben. Neben dem muskelbepackten Vollidioten, sag ich jetzt mal. Also neben den Handlanger. Da sind noch ein paar Minispiele, die man machen kann. Die ich euch auch zeigen werde, bevor wir im letzten Part dann den finalen Boss machen.
Sondern übrigens hier noch nicht in die Kiste, denn hier gibt es das letzte Geheimversteck. Und das ist hier ganz, ganz fies versteckt. Finden, glaube ich, die wenigsten. Und das ist das letzte große Geheimversteck, was es in diesem Spiel gibt. So. Und dann können wir weiterrollen. Ich weiß gar nicht, was die letzte Versuchung ist. Ich glaube noch nie. Ich glaube, dann gibt es die stärkste Stampfattacke. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Deswegen überlasse ich dann das Reden der entzückenden Biene. Und ich mache mich jetzt hier einfach auf den Weg. Sammle hier noch alles ein, was mir auf dem Weg liegt. Und gehe in diese Apparatur rein. Denn dazu braucht man die Kiste, sonst kommt man nicht weiter. Man landet hier. Sau komisch ist aber so. Wir holen uns die zwei Sterne da hinten. Das mache ich meistens als erstes. Ah, es sind sogar drei Sterne. Sorry, keine zwei, sondern drei. Passt schon. Danach schieben wir diese Kiste ein bisschen weiter vor in der verlorenen Stadt. Und gehen dann nach oben. So. Hier ist gleich. Danke. Ich wollte gerade sagen. Die nächste Kiste, die man nutzen können. Wenn du hier einmal durch bist, dann sind die Strahlen weg. Dann kannst du auch ohne Kiste durch. Finde ich ein bisschen lame tatsächlich, aber ist halt so. Ich weiß auch nicht, warum sich die Entwickler dafür entschieden haben. Aber naja. So, was hat das Ding jetzt gebracht? Dieses, diesen Sprungplattform, nee, Sprungplattform ist das nicht, diese Stampfattackenplattform. Einfach nur, das hier bewegt sich. Davor hat sich das nicht bewegt. Übrigens ist hier Springen, glaube ich, besser. Achtung hier, weil das ist eine Falltür. Ihr seht schon. Sehr fies. Ansonsten bringt das nicht. Ist hier eigentlich alles normal und wir können alles einsammeln. Eigentlich ein ganz cooles Level. Muss nur aufpassen, weil ich vergesse hier tatsächlich gerne mal eine Münze. Und ich glaube, ich weiß sogar, welche ich immer vergesse. Dazu müssen wir hier hoch. Viele gehen mich nach unten und wissen nicht mehr, dass sie überhaupt hier hoch können. Denn, ja, ich glaube, viele vergessen diese Münze da. Ich glaube, in der GameCube-Version konnte man. War die woanders? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, GameCube-Version war die anders. War die wohl woanders? Ist aber egal. Diese Münze vergessen wahrscheinlich viele. Deswegen ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber naja, ist auch egal. So. Und dann gehen wir einfach wieder den gleichen Weg. Leider. Anders geht es jetzt leider nicht. Ich meine, dass man auch da hochspringen kann von da hinten. Also da Abkürzung nehmen kann, aber das funktioniert leider nicht immer. Sondern nur in manchen Fällen. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier alles. Ich bin mir jetzt natürlich gerade nicht sicher. Aber ich denke, dass wir alles haben. Und dass wir jetzt hier das Ende machen können. Für diesen Raum. Okay, eigentlich wollte ich nicht rollen, sondern stammen. Fan! Oh, die Münze hätte jetzt fast verpasst. Holy shit. Aber okay, wir haben sie noch gekriegt. Hier noch eine Münze, die ich verpasst habe. Ich hoffe, nein. Ich hoffe echt, nein, dass da keine Münze mehr ist. Okay, da geht's weiter. Und zwar ist man dahinter, da gibt es noch einen Kristall und eine Münze, die man sich mitnehmen kann. Eigentlich braucht man das ja nicht mehr. Außer die Kristalle, um das letzte Minispiel freizuschalten. Man braucht 250 Kristalle, um das letzte Minispiel freizuschalten. Es gibt 5 Minispiele insgesamt, die du je mit 50, 100... 150, 200, 250 freischaltest. Und deswegen holen wir uns auch die letzten Kristalle. Deswegen mache ich eben im nächsten Part die ganzen Minispiele, weil ich sonst noch nicht alle Kristalle habe. Ihr seht ja, uns fehlen noch mindestens 10. So. Und dann können wir hier jetzt hier. Ich will stampfen und nicht rollen, aber okay, dann ist halt rollen von mir aus. Boah, ich dachte, jetzt bin ich noch nicht rangekommen. Aber okay, hat noch gepasst. Und dann sind wir. Ey. Ich wusste es. Ich hab's gewusst, dass da passiert. Warum passiert mir das eigentlich? Ich drücke eigentlich Sprung, aber er reagiert warum auch immer nicht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich muss es nicht verstehen. Ist egal.
Aber ich drücke auf jeden Fall den Sprungknopf. Ich wollte jetzt hier eigentlich auch wieder springen. Aber er hat es nicht angenommen. Warum auch immer. So. Aber jetzt. Sehr schön. Dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Sich nicht treffen lassen, wenn man den nicht mehr besiegt hat. Ich meine, ich brauche es ja nicht mehr. Ich habe mir besiegt die... den Stern von ihnen habe ich ja. Sozusagen. Und dann kommen wir hier hin. Aber... können die mal zustechen oder so? Dann kriege ich wenigstens meine zwei Sterne noch. Dankeschön. So, hinten gibt es, glaube ich, auch noch einen Stern. Und einen Kristall. Und Münzen. Und dann geht's nach oben. Vorsicht, hier auch diese Münzen nicht vergessen. Wer gerne abkürzt. Wie gesagt, ich spiele es ja zu 100%. Und ja. Dann kann man sich hier die ganzen Münzen schnell gönnen. Das ist alles schnell geholt. Wirklich kein Akt. Und da können wir hier runter. Und hier hinter noch für einen Stern. Sogar zwei. Läuft. Dann haben wir soweit eigentlich alles. Dann müssen wir noch den Typen hier besiegen. Ganz, ganz fix. Wo bist du? Da. Und down. Dann haben wir da alles. Und dann würde ich sagen, gehen wir runter. Und fangen damit nicht an, das zu machen. Denn wir müssen in diese Höhle rollen. Stampfen und dann geht es halt oben die Tür auf. Und dann gehen wir hier weiter raus, weil hier gibt es eigentlich noch nur Geld. Also uns natürlich alles mitnehmen. Ich bin Geldgeil, Leute, ihr wisst das. Jedenfalls in dem Spiel. Und schon sind wir hier eigentlich so gut wie durch. Aber noch nicht ganz, es kommen hier noch eine coole Passage. Hier könnt ihr eigentlich die ganze Zeit rollen, da passiert nichts, wenn ihr rollt. Nehmt euch auf jeden Fall einen Checkpoint mit, könnte wichtig sein. Dann auch wieder hier nach oben rollen. Ihr seht, ihr könnt die Fässer einfach so zerstören. Kein großer Akt. Okay, dann holen wir uns hier noch alles und dann sind wir eigentlich hier schon am Ende. Gut, fast am Ende. Aber tatsächlich, es kommt hier nicht mehr viel. Es kommt noch eine kleine Passage. Nochmal eine große Passage mit einsammeln nur. So, und dann haben wir das hier. Und holen uns das hier noch mit. So, gab es eine Münze. Nein, einen Stern. Ich vergesse mich immer euch in eine Münze und ich weiß nicht, welche ich immer vergesse. Deswegen lasse ich das. So. Ich bin mir sicher, dass es diese Passage im GameCube nicht gab. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es, dass es diese Passage hier im GameCube nicht gab, wo vier Sterne drin sind. Wenn ihr mehr wisst, könnt ihr mir gerne erst in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, diese Passage gab es dort definitiv nicht. Okay, den Typen haben wir kurz besiegt. Also praktisch den kurzen Prozess, den ich sonst immer mit dem Gegner mache. Aber leider nicht in Real Life. Ah, naja. So. Damit haben wir hier eigentlich auch nicht alles eingesammelt. Ich denke schon. Und jetzt kommt nochmal die letzte Passage mit den Sprungfedern. Man muss aufpassen, dass man hier nicht runterfällt oder abgeschossen wird. Ah gut, abgeschossen geht nicht, aber runterfällt. Das schippt mich. Schießt den ganzen Weg weg. Ja. Und das ist eben das Fiese jetzt daran. Das ist die kleine Passage, die kleine coole Passage noch. Ansonsten ist das hier komplett easy. Wir sind hier durch. Und nehmen uns hier noch alles mit, was wir kriegen. Ich hoffe, dass ich alles habe. Ich habe so Angst gerade, dass ich wieder euch eine Münze verpasst habe, die ich wieder euch Mutter nicht finde. Ah nein, mal gucken mal. Gucken wir. Aber ich könnte gut sein. Nein, mir fehlt eine, oder? Tatsächlich. Verdammt, mir fehlt eine Münze. Wo habe ich die denn schon wieder verpasst? Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ne, ich finde sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Die habe ich euch mal woanders verpasst. Eine Münze fehlt mir. Ich werde die gleich noch nachtragen.
Ja, eine Minute. Ich suche sie mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise, ich suche sie und dann endet dort der Part. Boah, nee, ey. Hab ich die ernsthaft übersehen? Okay. Wie auch immer ich diese Münze übersehen habe, ich habe keine Ahnung. Egal, je nachdem, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen in diesem Part und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao.